Der neue Mercedes GLE hat bereits seinen Platz im Markt gefunden und gehört für mich aktuell zu den definitiv schönsten Fahrzeugen in seinem Segment. Jetzt schiebt Mercedes die sportliche Version nach, nämlich das GLE Coupé. Und ich habe mir jetzt hier für unsere verschneite Gegend die Top-Version rausgesucht, nämlich den AMG GLE 53 Coupé. Und schau jetzt mal, wie er sich fährt, was er sonst noch so zu bieten hat und vor allen Dingen, was den hier zu einem echten AMG macht. Die Front des nun 2,1 Meter breiten GLE Coupé wird von dem großen Kühlergrill und den unteren seitlichen Lufteinlässen dominiert. Für zusätzliche Kraft sorgen die Power Domes auf der Motorhaube. Immer mit an Bord sind die sogenannten Multibeam-LED-Scheinwerfer inklusive Ultra-Range-Fernlicht mit je 84 individuell steuerbaren LEDs pro Scheinwerfer. Das GLE Coupé, das hat immer mit an Bord dieses schöne Widescreen-Display hier vorne. Das heißt, wir reden über 2x 12,3 Zoll unter einem Glas verbaut. Einfach sehr schön anzusehen. Außerdem ebenfalls immer mit an Bord MBUX, also das neue Mercedes-Benz Infotainment-System, inklusive der neuen Sprachsteuerung, bei der ich einfach mit meinem Auto reden kann und ihm sagen kann, was ich gerade möchte. Was mich aber hier gerade tatsächlich sehr begeistert, das hat es bereits mit normalen GLE auch schon getan, das ist das neue, leider optionale Head-Up-Display. Denn das ist deutlich größer, nämlich fast zweimal so groß wie beim Vorgänger. Und das heißt, ich habe hier im Moment eine Projektion auf der Frontscheibe von rund 45 x 15 cm. Und das ist wirklich so, als hätte ich einen zusätzlichen Widescreen vorne vor meinem Auto quasi in der Scheibe verbaut. Das neue GLE Coupé ist mit 4,94 Meter rund 4 cm länger als sein Vorgänger. Auch beim Radstand hat das Coupé rund 2 cm zugelegt, bleibt aber dennoch 6 cm unter dem Wert des normalen GLE. In der Basisausstattung fährt das SUV Coupé auf 19 Zoll Rädern vor. Beim AMG sind 20 Zoll Serie. Wer mehr möchte, kann ab rund 3.500 Euro Aufpreis bis zu 22 Zoll große Aluräder ordern. Die Windschutzscheibe des GLE Coupés ist flacher und sorgt so zusammen mit der nach hinten abfallenden Dachlinie für einen dynamischen Look. Auffällig sind zudem die sehr schmalen Fenster und die hohe Schulterlinie, typisch Coupé. Der AMG, der soll natürlich Performance zeigen und das macht er wirklich, trotzdem wir hier bei dem 53er nur über einen Sechszylinder reden, aber er hat wirklich mehr als genug Feuer und man merkt richtig stark, dass der Radstand im Gegensatz zum normalen GLE verkürzt ist. Das gilt nicht nur für den AMG, das gilt auch für die anderen Modelle. Aber 6 cm weniger Radstand sorgt einfach für so viel mehr Agilität im Auto. Damit macht dieses große Auto richtig Spaß, auch wenn man hier mal durch die Kurven fährt. Und das natürlich insbesondere, weil ich in meinem Fahrzeug hier eben auch Fahrmodi habe, die das Ganze begünstigen. Denn wenn ich hier auf Sport oder Sport Plus umschalte, dann habe ich beim Fahren richtig viel Spaß. Das Heck wirkt dank breit ausgestellten Schultern und der geschwungenen Kofferraumlinie extrem sportlich. Unterstützt wird dies durch die sehr schmalen, zweigeteilten Heckleuchten in LED-Technik und die großen, verchromten Endrohrblenden. Bei einem AMG muss ich eigentlich nicht über das Thema Qualität und Verarbeitung sprechen. Da macht das GLE Coupé absolut keine Ausnahme. Ich finde hier tolle Oberflächen, viel Softtouch, viel Leder, Holz, alles das, was mein Herz höher schlagen lässt. Und so kann man es sich im Auto wirklich gut gehen lassen. Darüber hinaus habe ich hier gerade bei dem AMG-Model bereits Sportsitze im Fahrzeug, die nicht nur sehr, sehr komfortabel sind, sondern auch wirklich richtig viel Seitenhalt bieten. Und das hilft dann natürlich, wenn ich es eben AMG-mäßig auch mal ein bisschen sportlicher angehen lasse. Zum Marktstart gibt es für das GLE Coupé zwei Dieselmotoren, nämlich den GLE 350D und den 400D. Und die haben entweder 272 oder aber 330 PS maximale Leistung. Darüber hinaus wird es im Sommer 2020 dann noch einen Plug-in-Hybrid geben. Auch wieder eine Kombination aus Diesel und einem Elektromotor. Der liefert dann 320 PS Systemleistung und, wichtig, eine rein elektrische Reichweite von über 100 Kilometern. Für alle, die ein bisschen mehr Performance wollen, gibt es jetzt den AMG 53, der hat dann 435 PS maximale Leistung. Es soll aber auch noch eine 63er-Variante nachrücken. Außerdem wichtig beim GLE Coupé, alle Fahrzeuge haben eine Automatik an Bord und aktuell sind alles 4-Matic-Fahrzeuge, das heißt, Allrad ist immer mit an Bord. Fahrzeuge wie das GLE Coupé sind für Kleingeld nicht zu bekommen. Die Basisversion des 272 PS starken GLE Coupé 350D 4-Matic kostet ab 76.279 Euro. Doch auch die Wettbewerber sind keine Schnäppchen. So kostet ein Porsche Cayenne Coupé ab rund 83.000 Euro und ein BMW X6 ab 75.500. Das Porsche Coupé startet mit einem 340 PS starken 3-Liter-Sechszylinder-Benziner.
Beim BMW sind es auch 3 Liter und 6 Zylinder, doch hier liefert ein Diesel 265 PS. Mein Testwagen, der AMG GLE 53, der hat einen 3 Liter 6 Zylinder Reihenmotor an Bord und der liefert hier im Fahrzeug 435 PS, 520 Newtonmeter maximales Drehmoment und ist hier gekoppelt mit der 9-stufigen AMG Speedshift Automatik. Und das ist tatsächlich so eine Kombination, die diesem SUV Flügel verleiht. Also wenn ich hier drauf trete, geht der wirklich richtig ab. Und vor allen Dingen natürlich, wenn ich einen Fahrmodus wie Sport oder Sport Plus wähle. Aber auf der anderen Seite kann ich ihn auch wirklich schön ruhig, schön komfortabel fahren und merke so gar nicht, dass ich diese unglaubliche Leistung unter der Haube habe. Das heißt, ich habe hier eine sehr schöne Spreizung. Und diese Spreizung übrigens gilt auch, wenn ich mir die Fahrprogrammauswahl anschaue. Ich habe hier im Fahrzeug nicht nur Fahrprogramme wie zum Beispiel für Glätte oder für Sand oder ähnliches, sondern ich habe eben Komfort, Sport und Sport Plus, also meine normalen Programme. Und da ist es wirklich so, wenn ich vom Komfortmodus auf Sport oder auf Sport Plus wechsle, dann verändert sich wirklich das ganze Auto. Und das ist sehr schön, denn so kann ich eben komfortabel fahren, wenn ich es möchte, aber auch richtig sportlich, wenn ich es denn will. Wenn wir uns die Form von unserem GLE Coupé anschauen, dann könnte man natürlich sagen, Kofferraumvolumen wird sicherlich nicht großartig sein, aber der bietet mit aufgestellter Rückbank 655 Liter maximales Ladevolumen. Das sind übrigens 25 Liter mehr als der normale GLE. Das liegt einfach an dem längeren Kofferraum. Wenn man die Rückbank umklappt, dann ändert sich das Bild allerdings. Dann liefert er nur 1790 Liter, immer noch eine sehr ordentliche Zahl. Das wiederum sind aber trotzdem rund 250 Liter weniger als beim normalen GLE. Doch auch bei Porsche und BMW gibt es ausreichend Laderaum. So bietet der BMW X6 580 bis maximal 1530 Liter Kofferraumvolumen. Das Porsche Cayenne Coupé schneidet mit 625 bis 1540 Litern etwas besser ab. Einen Tod muss man sterben, wenn man AMG fährt. Und das heißt, der Spritverbrauch in so einem Fahrzeug ist natürlich höher als bei einem Dieselmotor. Und AMG gibt den Verbrauchswert hier von dem 53er an mit 9,3 Liter auf 100 Kilometer. Und das ist ein Wert, den habe ich hier bei meiner Probefahrt überhaupt nicht erreicht. Muss aber auch dazu sagen, ich fahre hier in der Kälte bergauf, bergrunter, sportlich, etwas weniger sportlich. Ich wende häufig für die Fahraufnahmen. Und damit ist mein Wert, den ich hier habe, doch eher über 15 Liter. Aber ich denke, wenn man das Auto fährt, wie es gefahren werden soll, dann sollte man einfach mal einen Wert von deutlich über 10 erwarten. Natürlich hat das GLE Coupé die wichtigsten Assistenz- und Sicherheitssysteme bereits ab Werk mit an Bord. Und darüber hinaus gibt es eine wirkliche Vielzahl von optionalen Systemen, die zum einen der Sicherheit, aber zum anderen auch dem Komfort dienen. Und einfach jetzt hier mal so eine Übersicht, damit man weiß, was es eben immer gibt und was man optional dazu bestellen kann. Wie bei vielen anderen Mercedes-SUVs gibt es auch dieses Mal wieder die AMG-Version. Und mich interessiert halt jetzt, was hat AMG eigentlich getan, um aus dem GLE Coupé ein AMG zu machen. Deswegen stehe ich hier zusammen mit Steffen Nowak, Projektleiter unter anderem für dieses Auto. Ja. Steffen, ganz einfache Frage. Wenn ich mir das GLE Coupé anschaue, das ist ja schon recht sportlich, auch gerade im Vergleich zum normalen GLE. Aber was habt ihr jetzt gemacht bei AMG, um dem wirklich eure DNA zu verpassen? Ja, mein am augenscheinlichsten ist ja der AMG-Grill, der wirklich das Fahrzeug sofort in die AMG-Familie holt. Das ist also diese vertikalen Streben zeichnen unsere Fahrzeuge aus. Wir haben darüber hinaus natürlich den AMG Stoßfänger hier noch zusätzlich mit Flix ausgestattet. Das Fahrzeug hat die AMG Radlaufverbreiterung, Seitenschweller und hinten natürlich sehr prägnant die beiden Doppelendrohre. Das Fahrzeug hat innen die AMG-Sitze, die spezifisch sind, die auch dem Fahren hervorragenden Halt bieten. Wir haben das AMG-Lenkrad, das neue Sportlenkrad, das zusätzlich noch die Fahrprogramme am Lenkrad verstellen lässt. Wir haben die Fahrpedale, die AMG-spezifisch sind. Von dem her gesehen, sobald man das Fahrzeug betritt, fühlt man sich sofort in der AMG-Welt willkommen und fühlt sich dort wohl. Und wenn wir über das Thema Leistung sprechen, sprechen wir bei AMG ja normalerweise auch über ein bisschen mehr Motor und ein bisschen mehr Feuer. Genau. Was haben wir denn jetzt hier unter der Haube? Wie sind da die Unterschiede? Ja, hier haben wir den reinen Sechszylinder mit 3 Liter Hubraum. Der hat die 320 kW und hat 520 Newtonmeter. Was den Motor auszeichnet, ist, dass er nicht nur einen normalen Turbo hat, sondern einen elektrischen Zusatzverdichter. Heißt also, wir haben einen Turbo, der bringt 1200 Millibar Ladedruck und zusätzlich einen elektrischen Zusatzverdichter, der vom Stand aus anschiebt. Das Ganze wird noch unterstützt durch einen integrierten Startergenerator, der praktisch auch noch zusätzliche Leistungen aufbauen kann, nämlich bis zu 22 PS
und bis zu den weiteren 52 Newtonmeter. Wenn wir über das Thema Fahrprogramme sprechen und das Thema Fahrwerk, habt ihr da irgendwie wieder was Besonderes? Im Fahrwerk haben wir das Fahrzeug komplett neu definiert. Wir haben den Fahrschemel, den es in der Serie gibt, der mit Elastomer am Fahrzeug angebunden ist, fest angebunden. Wir haben die Rollachse abgesenkt, heißt das Fahrzeug hat damit ein sehr viel mehr Car-like Handling. Das haben wir dadurch erreicht, dass wir eben die unteren Querlenker in einer anderen Position, nämlich um 20 mm tiefer angebunden haben. Und zusätzlich hat das Fahrzeug einen elektrischen Stabilisator, der das Fahrzeug zusätzlich horizontiert. Damit erreichen wir ein sehr agiles Fahrverhalten und eine sehr hohe Dynamik und eine perfekte Rückmeldung. Also es macht Spaß, das Fahrzeug zu fahren. Und wenn ich mir das Auto jetzt, sag mal, ein bisschen mehr von innen anschaue und sage, okay, wir haben natürlich den AMG-Look im Auto. Wie sieht es aus beim Thema Fahrprogramme? Kann ich da noch was Besonderes wählen? Gibt es da wieder was für den AMG-Fan? Natürlich. Also wir haben die Fahrprogramme Komfort, Sport und Sport Plus. Und innerhalb dieser Fahrprogramme wird das Fahrzeug mehr und mehr agil abgestuft. Also ich habe im Komfort habe ich praktisch das Fahrzeug mit einem sehr hohen Alltagsnutzen, wenn ich praktisch einfach mit der Familie unterwegs sein will. Und wenn ich agiler unterwegs sein will, habe ich die Möglichkeiten über Sport und Sport Plus das Fahrzeug agiler abzustufen. Das heißt, in den Fahrprogrammen definiere ich das Ansprechverhalten des Motors, das Schaltverhalten. Ich definiere das Fahrwerk in drei verschiedenen Stufen und ich definiere AMG Dynamics. Das ist eine Das subsumiert alle Fahrprogramme, die die Agilität fördern. Heißt also, durch AMG Dynamics wird das ESP in Stufen aufgeweitet. Ich habe die Lastverteilung über das automatische Verteilergetriebe, das praktisch die Momente zwischen Vorder- und Hinterachse variieren kann, wird dadurch beeinflusst. Und ich habe das EAS, also unseren aktiven Stabi, der eben damit auch noch beeinflusst wird. Und damit erreiche ich, je nachdem, in welchem Programm ich unterwegs bin, eine zunehmende Agilität. Und individual kann ich diese Programme nach meinem Gusto mir zusammenwählen, wie ich das gerne habe. Obwohl wir von einem SUV-Coupé sprechen, sitze ich hier vorne auch als großer Mensch mit fast 2 Metern wirklich richtig gut. Ich merke hier von dem Coupé überhaupt nichts. Ich habe genug Schulterfreiheit, genug Kopffreiheit immer noch über und das trotz fast 1,95 Meter Größe. Und das gilt natürlich auch für meinen Beifahrer. Wie es hinter mir aussieht, das schauen wir uns jetzt einfach mal bei einem kurzen Zwischenstopp an. So, der versprochene Zwischenstopp passe ich hinter mich. Mein Sitz ist nicht verstellt. Schauen wir noch mal rauf, wie das geht im GLE Coupé. Ich kletter mal rein. Das ist für einen großen Menschen nicht so einfach, aber ich habe erstaunlich viel Platz. Ich sitze immer relativ aufrecht, deswegen habe ich jetzt hinter oder vor meinen Knien noch Platz. Hätte ich nicht erwartet. Fußraum habe ich wenig, denn ich habe den Sitz halt auch ganz unten, aber es passt. Und ja, Kopffreiheit geht auch. Also wenn ich mich ganz gerade hinsetze, stoße ich oben an, mit den Haaren zumindest. Also mit den bisschen Haaren. Aber funktioniert und das ist 1,95 hinter 1,95 für ein Coupé, nicht schlecht. Wer ein AMG fahren will, der erwartet auch dieses typische AMG-Geräusch, diesen sonoren Auspuffsound. Und beim GLE Coupé ist es leider ein bisschen anders. Er klingt so ein bisschen, ja, ich sag mal, eine Oktave zu hoch. Und das liegt aber jetzt nicht daran, dass AMG sagt, wir wollen das nicht mehr oder dass AMG sagt, wir können aufgrund der Abgasanlage diesen Sound nicht mehr liefern. Nein, es hat einfach nur rechtliche Gründe. Es darf nicht mehr so laut sein und das ist tatsächlich richtig schade, denn das vermisse ich in diesem GLE Coupé tatsächlich. Das war meine Probefahrt im neuen Mercedes-AMG GLE 53 Coupé. Was mir beim Auto tatsächlich sehr positiv auffällt und vor allen Dingen überraschend war, ist nicht nur, dass ich als Fahrer und Beifahrer richtig viel Platz habe, sondern auch auf der Rückbank kann man auch als großer Mensch noch wirklich gut sitzen. Darüber hinaus bietet er tatsächlich vergleichsweise viel Kofferraumvolumen und natürlich richtig viel Fahrspaß, denn als Coupé ist er deutlich agiler als der normale GLE und das liegt sicherlich unter anderem auch an dem verkürzten Radstand, sind immerhin 6 cm weniger zwischen den Achsen. Dann haben wir eine Kleinigkeit zu bemeckern, wie immer bei Mercedes und AMG, nämlich der Preis. Der GLE fängt als Coupé, als 350D an bei rund 76.000 Euro, also eine ordentliche Hausnummer. Wenn es der 53er sein soll, dann reden wir hier über knapp 93.000 Euro, wie gesagt, in der Basisausstattung. Aber am Ende des Tages, wenn ich Mercedes oder AMG fahren will, in der Form, mit den Motoren unter der Haube, muss ich eben auch dieses Geld dafür bezahlen.